Ja, willkommen zurück zu Brawl Stars. Hi, diese Intros, wo ich immer versuche, von der Unterseite meiner Cam am Nakoi-Hufer hervorzukommen. Das ist so anstrengend, ich glaub's ja kaum, ey, ohne Witz, ne? So, neue Ereignisse. Wir gehen hinein. So, Kopfgeldjagd, was ist das denn? 3 gegen 3, sammle Sterne für dein Team, indem du Gegner besiegst. Jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst, erhöht sich das auf dich. Ach so, okay, kennen wir. Habe ich nur aus dem Augenschein verloren, weil ich dachte, was ist das denn? Ja gut. Was geht so im Chat ab? Ja gut, nicht mehr viel, aber so ist das. So, ich würde vorschlagen, wir sammeln weitere Star-Marken und ja. Let's go, meine Boots. Müssen wir auch mal so langsam wieder gucken, dass wir an eine große Box rankommen. Das kann ja wohl alles hier nicht wahrstehen, dass wir immer irgendwie so bei den 2, 3, 4 Star-Marken rumchillen und das war's dann auch wohl, ne? Ja, genau, natürlich auf dem Weg zum Gegner gestorben, ist klar, ne? Macht Sinn. Ja, ich hau dir jetzt ab, ist auch klar. Ist okay. Voll okay. Hauen Sie hinein, Sirius! Hauen Sie auch hinein! Sie können alle gehen! Sie sind entlassen! Schweine! Und wir sammeln hier schön die weiteren Gems ein. Ja, lecker. Ja, das schmeckt. Okay, da ist, weiß nicht, kein Team mit abgekratzt. Das war alles, auf der Gegnerseite. Ja, da lebt ihr gefährlich, ne? Hauen Sie rein, Sirius! So, Countdown läuft und ist da. Und ich gehe besser weg, weil ich habe 7 Juwelen. Das heißt, ich bin auch an sich der Starspieler. Boah, war das knapp, Alter! Scheiße, Bruder. Ja, das ist wieder schön. Nice Tendo. Hier. Rang 6 mit Bull. Das läuft. Nein, nicht in das Match rein. Meine Güte. Ey, ich finde es halt so behindert, wie man die Modi auswählt. Das ist so ungewohnt. Egal, machen wir noch eine Runde. Reißen wir uns zusammen. Jetzt kommen meine Brutes. Mach doch keinen Müll. Jetzt sammeln die halt schön die Star, also die ganzen Juwelen und wir, ne? Ja. Guckt euch das an. Ja gut, also bei zwei Gegnern, die auf dich draufgehen, hast du leider keine Chance, ne? Gerade wenn deine Teammates relativ wenig machen so. Ja, wobei, jetzt gerade ist dann doch irgendwie Feierabend. Ich habe das Gefühl, dieser Modus hier ist so, keine Ahnung, will ich sagen Glück oder so basierend, aber ja, ich sag mal so, ne? Wenn sich die beiden Bären hier gerade schlagen nach dem Frischfleisch in der Kantine, dann muss auch, glaube ich, nichts mehr dazu gesagt werden, oder? Ja gut, weiß ich nicht. Es sah am Anfang so aus, als würden meine Teammates irgendwie nichts machen oder so. Aber ja. Hat er doch immer sehr gut ausgesehen. So, nächste Box hier. Ja, lol. Was kriege ich? 50 Münzen. 6-mal Colt und Daryl Boots. Das schmeckt. So, jetzt aber hier wirklich mal Kopfgeldjagd, ne? Auf geht das! So, also, ja, wir müssen halt mal gucken, wie das jetzt hier läuft, ne? Ich meine, Colt ist ja auch eine geile Sau. Und ich habe einen Kill gemaked.
Bin jetzt 3 Sterne wert und mehr als die ganzen Gegner. Ja, moin. Also nicht als alle zusammen, aber ich denke mal, dass ich besser als... Okay, ein AFK-Boots. Ja, also ich denke, jetzt bin ich vielleicht sogar mehr wert als die ganzen Gegner zusammen. Lul. Scheiße, Bruder. Diese verdammte Bali, der im Hintergrund die Flaschen wirft, ne? Hauen sie herein und der Typ lebt auch gefährlich. Warum flüchtest du denn nicht? Siarius! Ah, Junge, Alter. Ach, Barley! Weg hier, weg hier! Woo! Uiuiui. Lieber aufheilen. Ja. Ich meine, ihr seht gerade so an wessen Eiern gerade der Sieg hängt, ne? Oder auf, sagen wir mal so, auf Kinderfreundlichkeitsbasis, auf welchem Nacken, ne? Ich denke, das sieht man gerade. Stirb. Komm schon, ich krieg hier einfach keinen weiteren Kill, weil die alle so, weiß ich nicht, Pussy spielen. Los, Barley, Bruders! Kommen Sie heran! Ja, ich traue mich nicht nach oben zu laufen, weil dann sind halt die ganzen Gegner und die killen mich dann. Ich traue es mich nicht. Ja, moin! Das war's! Wie kann es sein, dass die jetzt mehr Sterne haben als wir? Ja gut, wenn der Typ nichts anderes macht als zu sterben, kann ich ja auch nichts dagegen machen, ne? Oh Mann, Ja gut, also dieser Typ da, ne? Kann sich zwar seine Charaktere kaufen, aber wenn du halt, ne? So ein Spasti hast, der sich halt nur Charaktere freikauft mit echt Geld und dann nichts drauf hat, dann ist klar, dass man verliert, ne? Aber gut, mit solchen Leuten muss er dann auch wieder spielen, ne? Mit solchen Leuten muss er dann spielen. Richtig geil. Hat irgendwer den Stern gesammelt? Oder warum ist der Stern immer am Anfang des Matches dort am Start? Ich weiß es nicht. Drauf da jetzt! Hier, jetzt! Ich kann halt nur sagen, dass mich diese Charakterin da, diese alte Sau, übelst aufregt. Und davon haben wir, glaube ich, gleich 2 am Start. Kann das sein? Sind das 2-mal die gleichen? Nur als Recolor. Dieser Code-Typ regt auch übelst auf, ne? Oh Mann, Was willst du da machen, wenn du direkt mit einem Angriff irgendwie die Hälfte der Lebenspunkte verlierst, ne? Hast keine Chance. Da hast du keine Chance gegen solche Gegner. Kannst du nichts machen. Ist wieder total ungebalanceder Kampf, so. Das ist wie wenn du irgendwie... Das ist vergleichbar wie Splatoon, ja? Wenn du irgendwie 3 Gegner... also wenn du gegen Gegner kämpfst in Splatoon... die irgendwie total gebalancete Waffen haben, so. Also die nutzen irgendwie gerade... Scheiße, Bruder. Ja, also es ist halt ungefähr so, als würdest du in Splatoon gegen Gegner spielen, die irgendwie gebalancete Waffen haben und du selbst bist in einem Team mit 4 Snipern oder so. So fühlt sich das gerade an.
mach doch keinen Scheiß. So fühlt sich das gerade an, weißt du? So die Gegner total auf Range, so, ne? Total Vorteile. Und du selbst bist in einem Team mit zwei Vollidioten, so, die nichts drauf haben, die nichts können. Ne? Mit solchen Leuten musst du zusammenspielen, so, weißt du? So, alles Charaktere, die irgendwie nicht total auf übelste Range gehen, so, sondern halt eher so Nahkämpfer. Und jetzt, das ist das Balancing in diesem Spiel, ja? Das ist das Balancing in diesem Spiel. Und dann fragen mich Leute, warum ich zu diesem Spiel keine weiteren Parts mehr bringe, weißt du? Weil es einfach ungebalanced wie scheiße ist. Das ist einfach Fakt. Ja, natürlich lädt sich seine Ulti auf, aber meine nicht, ist klar, ne? Obwohl ich ihn genauso oft getroffen habe. Ja, das macht gar keinen Sinn, aber okay. Ja, ist auch wieder total ungerechtfertigt so. Warum lädt sich meine Fähigkeit nicht auf? Kann ich nichts gegen machen? Natürlich wird diese... Ja, ordentlich getroffen, ist klar, ne? So, kriegen wir jetzt mal vielleicht einen Sieg oder so hin? Ich meine, die Gegner sind jetzt gerade relativ genauso dämlich wie meine letzten Teammates. Wisst ihr, was ich meine? Dieses, wir rennen einfach mal in die Gegnerbase rein und hoffen auf einen Kill oder so, weißt du? Solche Gegner sind das gerade. Und solche Teammates hatte ich gerade eben gehabt. Weißt du? Solche Teammates hatte ich gerade eben gehabt und das sind jetzt die Gegner so ausnahmsweise. Und das ist halt so das Ding, weißt du, muss man immer die Spastis als Teammates haben, weißt du? Wann bekommt man denn mal die Spastis als Gegner? Ja, jetzt, so nach 10 Matches mal. Drecksspieler, Alter, ohne Witz. Kann mir doch keiner erzählen, ey. Ja, gut, kann man halt auch nichts gegen machen, ne? Kann man halt auch nichts gegen machen, ne? Wenn da halt auch kein Teammate reinrennt, so. Aber okay. Aber okay, ist in Ordnung, ne? Wenn da kein Teammate mithilft... Natürlich lädt sich meine Fähigkeit nicht auf. Er ist klar, ne? Kannst halt auch nichts machen dann. Aber egal. So, ich weiß nicht, ihr könnt mal sehen, wie viele Matches das gewesen sind, bis ich jetzt mal irgendwie einen Win hier habe in diesem Scheißmodus. Übrigens der Drecksmodus. Ich will ihn eigentlich überhaupt nicht mehr spielen, weil es ein Drecksmodus ist. Wo ich halt nur Pokale verschwende so. Und das alles für eine Star-Marke lohnt sich nicht. Das ist, da lohnt sich die Mühe nicht für. Wisst ihr, was ich meine so? Habe ich keinen Bock drauf so. Nein. So, weißt du, das, meine Nerven wegen diesem Drecksmodus kaputt zu machen? Nein. Nein. Also Kopfgeldjagd, übelster Modus, übelster Drecksmodus, wo du halt meistens so die übelsten Drecksnoobs in deinem Team hast. Alle 10 Matches hast du vielleicht mal gute Teammates in deinem Team, beziehungsweise dumme Gegner im Gegnerteam, die dann auf dich zulaufen und du kannst die killen. Aber wie gesagt, alle 10 Kämpfe ist mir das irgendwie den Aufwand und die Nerven auf Reiberei nicht wert. So, deswegen werde ich diesen Drecksmodus auch nie wieder spielen, so. Lohnt sich halt eben der Aufwand nicht, ne? Für eine Star-Marke. So, dann fragst du dich am Ende des Tages, wofür habe ich das jetzt getan? Wofür habe ich das getan? Das ist so die Sache. Naja. Ich würde sagen, das wäre es dann für, ja, das heutige Video von Brawl Stars. Ne? Also, nicht wundern, warum relativ selten solche Folgen kommen. Guckt es euch doch an, dann seht ihr es doch. So, da muss man doch nicht zweimal hingucken, um zu checken, dass das hier eigentlich ein Spiel ist, was übelst ungebalanced ist. So, das ist halt auch so einer der Gründe, warum man halt keinen Bock mehr auf Splatoon hat. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du halt in deinem Team 4 Sniper hast und im Gegnerteam sind alle irgendwie ausgebalanced. Ein Sniper, ein Roller, ein Kleckser und dann nochmal irgendwie ein Kleckser oder so. Total ausgebalanced und du selber hast in deinem Team nur Sniper. Junge, dann kannst du auch nicht gewinnen. Das ist genau das gleiche wie hier.
Denk mal drüber nach. Machen Sie es gut und hauen Sie hinein.